Mann, irgendwie muss ich mir was überlegen. Mein Bruder, der macht so tolle Anmoderationen und ich krieg das einfach nicht hin, irgendwie mal was Witziges anzumoderieren. Naja, egal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pro Evolution Soccer Euro 2016, sprich der Europameisterschaft in Frankreich. Mittlerweile sind wir schon im Achtelfinale, leider nicht parallel zum richtigen England. Die spielen ja leider erst am Montag. Aber so wollte man es halt. Wir sind Gruppenerster und spielen deshalb heute schon am Samstag, an diesem wunderschönen Samstag. Na gut, wobei ich weiß gar nicht, ob das heute so schön ist, denn jetzt gerade ist Donnerstag. Naja, ist ja auch egal. Wir spielen heute gegen Rumänien, also auch etwas anders als England in der Realität, die ja am Montag, wie schon gesagt, gegen Island spielen. Naja, ich denke mal, Rumänien wird auch nicht viel schwerer werden, wobei man weiß ja nie. Ja gut, aber da kann ich gleich noch drauf kommen auf das Thema. Ansonsten gucken wir mal kurz die Strategie an, beziehungsweise die Aufstellung, um es mal normal auszudrücken, denn Strategie ist, Pro Evolution Soccer halt, lassen wir das mal. Aber ich glaube, viel ändern, wobei Wadi können wir für Kane einsetzen. Oder für Sterling, nee, für Kane lieber. Und ansonsten lassen wir das so und können dann auch loslegen direkt zum nächsten Spiel. Los geht's! England heute gegen Rumänien an diesem Samstag. Wie gesagt, das ist total irritierend, weißt du? Du weißt, England spielt am Montag, aber für YouTube musst du England halt schon am Samstag fertig haben. Und na gut, egal. So, Trikots sehen auch ganz gut aus, glaube ich. Das passt so weiß gegen gelb, das kann man wohl auseinanderhalten. Hoffe ich zumindest, also, doch, das geht schon. Ich muss mir echt was überlegen, denn mein Bruder, der macht das echt besser, als ich gedacht hatte, mit dem Moderieren. Aber jetzt erstmal hier der Einlauf der Teams im Estadio del Nuevo Triunfo. Ist, glaube ich, spanisch, kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja, da sehen wir das Schiedsrichtergespann. Läuft ein Rumänien leider nur in gefälschten Trikots, unserer Engländer natürlich in den originalen Trikots. Weißt du, die Rumänen, die haben sich da Trikots vom türkischen Basar geholt. Oder vom griechischen, je nachdem. So, da sehen wir die englischen Fans und nun hören wir die Hymne. Das war die Nationalhymne Englands. Die von Rumänien scheinen wir nicht mehr hören zu dürfen. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben unsere gehört. Jamie Vardy hat eine gelbe Karte in der letzten Partie erhalten. Deswegen war da gerade eine gelbe Karte bei ihm. Das heißt, wenn er noch eine bekommt, ist er, glaube ich, für ein Spiel gesperrt, so wie ich das verstanden habe. Ansonsten Tatasarasenenenü im Tor. Ich weiß noch, bei der Prognose, die ich da gemacht hatte, da hatte ich auch schon so Probleme, die Namen auszusprechen. Kennt keiner. Naja, egal, der Ball liegt da schon zurecht. Unsere Engländer haben Anschluss. Es geht los, das erste Achtelfinalspiel dieser... Na gut, ob es das erste in dieser Europameisterschaft ist, weiß ich nicht. Jedenfalls das erste hier auf diesem Kanal. Das von Deutschland, das folgt ja erst morgen. Deutschland ja gegen wen spielt Colin nochmal? Mann, er hat's mir gesagt. War das gegen... Oh. Die Rumänen sind hier aber die Mannschaft, die direkt mal gut loslegt. Genauso wie bei der Prognose. Da hat Rumänien nämlich auch in Halbzeit 1, vor allem in der ersten Viertelstunde, ziemlich viel Druck gemacht. Falls du die Prognose noch nicht gesehen haben solltest, interessant ist sie jetzt nicht mehr, zumal das Spiel schon passé ist. Aber falls es dich interessiert, kannst du das gerne auch nochmal angucken. Müsstest du hier irgendwo auf meinem Kanal finden. Genau, wo wollte ich heute nochmal drauf hinaus? Auf welches Thema? Ach ja, genau. Ich wollte nämlich heute über das Thema sprechen. Wie soll ich es nennen? Ich habe keinen passenden Namen dafür. Es ist... Na, dann erzähle ich einfach so. Beziehungsweise sollten wir nicht vielleicht erstmal das 1-0 schießen, bevor ich erzähle? Wäre vielleicht besser, zumal Rumänien hier gerade richtig viel Druck macht. Und uns...
kaum Spielraum lässt. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt kommen England. Come on, England. Oh Mann, das gibt's nicht. So, jetzt endlich unser Ball. Wadi musste da ziemlich weit zurück, deswegen fehlt er jetzt vorne. Aber Rumänien macht das echt gut. Wir haben noch gar mal aufs Tor geschossen von Tatara der Dings da, Bumsa, ihr wisst schon. Oh mein Gott, das wird heute echt schwer, das sehe ich jetzt schon kommen. Oh Mann, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir dominieren das hier nicht. Wir haben mit Glück mal den Ball und dann ist er sofort wieder weg. Und Rumänien, die machen richtig was nach vorne und das geht überhaupt nicht. Naja, aber um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, worüber ich erzählen wollte, nämlich über die bisherigen EM-Spiele, vor allem in der Gruppenphase jetzt. Da war es nämlich immer so, meistens gab es einen Favoriten, das war bei Deutschland immer so, bei England, bei Frankreich und so weiter und so fort. Und diese Favoriten, die haben halt das Spiel gemacht und die Favoriten haben da meistens gegen Teams gespielt, wie halt hier Rumänien, wie Island, wie Russland, wie, keine Ahnung, schieß mich tot und so weiter und so fort. Jedenfalls standen diese vermeintlich schwachen Teams die ganze Zeit hinten drin und deswegen hatten die Favoriten in der Gruppenphase immer so Probleme, ein Tor zu schießen, denn wenn der Gegner mit 11 Mann hinten drin steht, ist es natürlich schwer, irgendwie ein Tor zu erzielen, weil ja immer einer dazwischen ist. Und das hat mich total genervt. Das ist, weißt du, die Favoriten dominieren das Spiel und können trotzdem nicht gewinnen, weil der Gegner einfach nur ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist, keinen zu kassieren. Nach vorne nichts gemacht, nur hinten drin gestanden. Vielleicht ein Torschuss im ganzen Spiel hatten diese schwachen Teams. Und trotzdem dann da so einem Favoriten wie Deutschland auf einmal einen Punkt ab. Und das ist sowas von unfair, aber beim Fußball zählen halt die Tore. Aber das ist mir noch nie so stark aufgefallen wie jetzt bei dieser EM. Das. Ey, das gibt es nicht, Mann! Ey, das gefällt mir heute nicht. Das gefällt mir nicht, das. Die sind sofort am Mann. Das kann nicht sein. Wie ausgewechselt ist das? Das ist wie in FIFA, wenn da auf einmal so ein schwaches Team, das hatten wir bei Liverpool immer, auf einmal alles gibt. Das ist einfach unlogisch. Natürlich, irgendwo logisch ist es schon, denn so Spiele gibt es auch in der Realität, egal was ich gesagt habe. Wir führen jetzt 1-0. Wayne Rooney war es. Wer denn auch sonst? Unser Captain. Naja, jedenfalls, warum sind die so stark, die Rumänen? Ganz ehrlich, na gut, wenn sie weitergekommen sind, dann wird es ja wohl auch, sagen wir mal so, dann werden sie ja auch nicht schlecht sein. Aber ganz ehrlich, gegen Rumänien hätte ich jetzt ein anderes Spiel erwartet. Aber na gut, hier sehen wir nochmal Jamie Wardy mit der Vorlage zu Rooney und der haut das Ding dann jetzt jeden Augenblick ins Tor. Von Tatarasana und so weiter und so fort. Gut, jetzt habe ich mich aber auch oft genug über den Namen lustig gemacht. Was heißt lustig gemacht? Ich habe mich ja gar nicht lustig gemacht. Ich habe ja nur schon mehrfach betont, dass ich diese Namen von rumänischen Spielern überhaupt nicht aussprechen kann. Gut, Oban, wie auch immer, geht jetzt noch. Aber so ein Tatarasana oder Chirashi ist auch so eine Sache, weißt du? Da finde ich französische Namen, na gut, ich hab jetzt Französisch in der Schule, aber Lehrer meinte letztens mal, also Beratung für die Oberstufe und so, wer noch keine zweite Fremdsprache hatte, muss dann entweder Spanisch oder Französisch nehmen. Dann meinten alle, ja komm, dann nehmen wir Spanisch und der Lehrer meinte dann halt,
Nee, eigentlich ist Spanisch gar nicht einfacher als Französisch. Du sprichst Spanisch zwar so aus, wie du es liest, aber in Französisch ist es auch so, dass du, wenn du einen französischen Namen liest, den meistens sogar richtig aussprichst, weil du halt irgendwie ein Gefühl dafür hast. Auch wenn du noch kein Französisch hattest. So, ansonsten, ja, guckt euch das an. Fast 60% Ballbesitz für den Gegner, das müssen wir jetzt ändern, nämlich hier im... Vielleicht mal mit Barkley. Für Delph. Ja, ansonsten haben wir nur einen Chamberlain und so weiter und so fort. Mist. Und Sterling zeigt überhaupt nichts. Dann bringen wir Lallana von Liverpool. Der spielt zumindest noch bei Liverpool. Nicht so wie Sterling, der uns verlassen hat. Naja, ist auch egal. Jetzt geht's weiter hier mit Halbzeit 2 im Estadio. Das ist Estadio, das weiß ich noch, aber wie es dann weiterging, weiß ich nicht mehr. Estadio irgendwas. So, unser Ball, das ist Rooney. Jamie Vardy, der haut das Ding rein, 2-0. Scheiß auf Ballbesitz, wir führen mit 2-0. Geht doch. Direkt nach der sehen wir ihn auch nochmal, freut sich. Klatscht sich mit Rooney ab. Beide haben heute ein Tor erzielt. Was will man mehr? Joe Hart im Tor freut sich natürlich auch. Würde sich natürlich noch mehr freuen, wenn er mal zu 0 spielen würde. Aber das wird noch. Oh, und das ist ja cool, wie die sich da mit den Fans abklatschen. Ist bei der EM ja... Wo war das? Gestern war das bei Kroatien, als Kroatien gespielt hat. Da haben Fans auch, nein, nicht den Rasen gestürmt, aber die sind dann halt über den Zaun geklettert und waren dann halt hinter der Bande und haben da mit den kroatischen Fans gefeiert. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Bei, haben wir überhaupt eine Wiederholung gesehen? Ich habe jetzt mich so darauf konzentriert, irgendwas Interessantes zu erzählen. Mehr oder weniger Interessantes. War heute zu 0, das wäre mal was. Eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch das Ergebnis so halten. Ball mal hinten rumspielen, ein bisschen auf Ballbesitz. Den Gegner laufen lassen. Hier schönen Seitenwechsel per Flanke. Oh! Kein Problem für uns. Da haben wir Ross Barkley. Und da läuft leider keiner, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Dann macht Rooney das halt, naja, mehr oder weniger gut alleine. Und weiter, komm, und weiter, unser Ball. Sofort wieder dran gehen, sofort muss der Ball wieder bei uns sein. Und das ist er nicht. Ups, was war das? Da sollte die Flanke gar nicht hinkommen. Aber rausreden kann man sich ja immer. Aber nee, die sollte echt da nicht hinkommen. Das sollte wieder so ein Seitenwechsel werden und keine Flanke in den Strafraum. Schießen wir einfach mal. Ja, kann man mal versuchen. Der Torwart hält ihn nicht fest. Aber im Nachfassen hat er den dann doch gehabt. So einfach, weil wir es können. Jetzt komm, warte, wie lege ich mir den Ball eigentlich vor? Ich weiß das gar nicht. So wie in FIFA, da ist das mit dem rechten Stick, aber hier... Oh, und der Torwart köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Habe ich auch noch nicht so gesehen, zumindest in diesem Spiel hier. Also ich meine jetzt das Computerspiel, nicht das Fußballspiel. Das war überhaupt nichts. Die sollen sich mal nicht beschweren. So, schickt doch den Vardy. Und das... die Laufwege, die stimmen bei uns nicht. Die sind so in FIFA, da weiß ich, dass ich dann da einen schicken kann. Aber hier ist das nicht so. Hier bleiben die dann da einfach stehen und... Weißt du?
So, jetzt mal was vielversprechendes. Schön abgebrochen, jetzt Pass, schieß. Ross Barkley wurde eingewechselt. Ja, wurde er. Und er erhöht hier nun auf 3:0 sein erstes Tor. Wahrscheinlich auch in diesem Wettbewerb, nicht nur in diesem Spiel. Rooney jetzt am Ball. Zum Glück hat er da noch abgebrochen und nicht geschossen. Und dann haut er das Ding da einfach mal rein. Nochmal die Wiederholung und das sollte dann auch reichen. Geht doch! Und nun wechseln die Rumänen. Maxim geht raus und dafür kommt Samara. Wir können auch wechseln. Von mir aus. Ja, kann man mal machen, glaube ich. Bringen wir für Wadi nochmal den, damit er sich nicht beschwert, den Wildcard. Ja. Gut. Aber ich finde echt schade, dass die Kader nicht noch gepatcht wurden vor der EM. Denn dann hätten wir so einen wie Ellie oder Rose oder wie heißen sie da alle? Ihr wisst, Ellie und Rose hätten wir dann gehabt. Und das wäre schon nice gewesen. Das sind echt gute Spieler, die noch keine 20 Jahre alt sind. Oh, der Ball, der kommt sogar durch. Das hätte ich nicht gedacht. Aber letztendlich machen wir da doch nichts raus. James Milner jetzt. Oh, da steht sogar einer. Klein nämlich. Und Shelby. Und, ja. Das war's erstmal. So, dürfte eine Ecke geben für uns. Oder ist das so? Ah, ich hoffe, die kommen nicht zu weit. Geht aber. So, behaupten wir erstmal den Ball. So, Lana mit der Flanke, aber letztendlich bringt es uns nicht viel. Leider. Oh, das sollte eigentlich nicht sein, aber gut, warum nicht? Wobei, der hat schon mal so einen chaotischen Pass gespielt, weswegen der... Ja, egal, ich sag da nicht zu, das war einfach nur Mist. Vor allem der Einwurf, warum spielt er zum Torwart zurück? Da sollte der Ball nicht hin. Und dann, ja, hart, gut. Da vielleicht besser. Ja, komm, 3:1, egal. Wir gewinnen auch so. Wir waren eh schon 35 Sekunden über der Zeit, Schiedsrichter. Ach so, und jetzt pfeift er ab, ist klar. Na gut, letztendlich ist es egal. Wir gewinnen hier 3:1. Er ist stinksauer. Wir sind heilfroh und sind eine Runde weiter. James Milner freut sich natürlich genauso darüber, wie wir auch. Hatten in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz, konnten da auf jeden Fall ein bisschen aufschließen. Und haben in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser gespielt. Rooney, Man of the Match mit einer Bewertung von 7,0. Gut, weiter geht's. Höhepunkte haben wir ja, hast du in dieser Folge genug gesehen, glaube ich. Die müssen wir uns nicht nochmal angucken. Und ansonsten sehen wir uns, beziehungsweise sehen wir uns dann in der nächsten, im Viertelfinale, genau. Wann das ist, können wir das nachgucken? Können wir das nachgucken?
Nee, steht hier nicht. Na gut, gucke ich dann nach. Oder Colin sagt es euch dann halt in der nächsten Folge, die dann am morgigen Tag kommt. Er spielt gegen Österreich. Und dann wünsche ich ihm dafür natürlich viel Glück, sodass wir uns irgendwann in diesem Turnier nochmal begegnen. Ansonsten sehen wir uns im Viertelfinale. Bis dann. Tschüss.